Hallo Friends und herzlich willkommen zum 52. Part der Not So Berry Challenge. Ja, im letzten Part hatte Ruben Geburtstag. Wir haben die Zeit mit der Familie verbracht, haben schöne neue Grundstücke platziert und konnten so einen wunderschönen Tag verbringen. Ja, genau. Aber jetzt erwartet uns was ganz Krasses, weil er ist ja jetzt ein Teenager. Das heißt, wir können ihn auch individueller gestalten, einen einzigartigen Charakter geben, sag ich mal. Und ich glaube, das wäre sehr cool, wenn wir das jetzt bald machen, weil wir ja auch bald irgendwann die neue Generation starten. Aber vorerst werden wir noch mit Mint ein paar Sachen machen und auf jeden Fall werden wir heute Ruben umstylen. Aber ich denke, ihr könnt euch darauf einstellen, dass in dem nächsten oder in dem übernächsten Part wir uns von Mint verabschieden und mit Ruben weitermachen. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Was war das denn? Guten Tag, wir starten mit einer sehr speziellen Augenweide, sagen wir es mal so. Nathan steht hier gefühlt in Unterwäsche in unserer Küche. Okay, kann er machen, wenn er das möchte, ist in Ordnung. Wir schauen uns mal Ruben an. Er ist wirklich schon zu erwachsen, also er sieht schon wieder so alt aus, aber er könnte wirklich ein heißer Feger werden, also na, man weiß ja nie, was da so kommt. Aber er freut sich auf jeden Fall, dass er so schön aufgewachsen ist, hatte eine Geburtstagsparty, ein erinnerungswürdiges Picknick, darüber denkt er auch noch nach und das freut uns doch sehr und irgendjemand ist traurig. Wer ist denn traurig? Who is sad? We don't understand. Ich gehe aber, weißt du, ich schnack gar nicht mehr weiter drumrum. Wir gehen direkt in, erstelle einen Sim und ich versuche einen Ruben zu erstellen, der wirklich auch zu seinen, ja, Merkmalen passt, zu seinen Bestreben später, weil Leute, ihr könnt das ja immer nachlesen in den Regeln der Not So Berry Challenge in der Generation Rosé. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, er wird euch gefallen. Ich hoffe, mir auch. Ich habe noch nicht so viel, ja, so viel Ideen, aber ich lege einfach mal los. So Leute, darf ich euch Ruben Berry vorstellen? Also er ist nochmal relativ anders geworden, als ich überhaupt dachte oder geplant hatte. Vorlieben und Abneigungen machen wir nochmal andermal, wenn wir wirklich mit ihm starten. Aber Leute, ich bin so obsessed, also wirklich unnormal, weil ich habe mich halt versucht, so an seinen Merkmalen und Bestreben lang zu hangeln. Also ist er ein Serienromantiker, er wird zu Beruf Politiker, er ist ein Snob, hitzköpfig, romantisch und ich finde, das alles haben wir getroffen bei den Outfits. Das ist Alltag. Die Haare war ich ein bisschen am struggeln, was die für eine Struktur haben sollen, aber ich finde, dieses hochgemachte und trotzdem wilde passt irgendwie so
zu hitzköpfig, aber auch um gleichzeitig romantisch zu wirken. Und mit dem Tuch habe ich so versucht, Snob darzustellen, die Schuhe. Ich habe auch immer auf die Schuhe geachtet, dass die auch so ein bisschen snobartig rüberkommen. Also, das ist ein Alltagsoutfit. Ich könnte noch ein zweites Alltagsoutfit erstellen, das mache ich vielleicht gleich noch und zeige euch das. Das ist das Outfit, was er trägt, wenn er abends rausgeht, ob mal auf so einer Party oder so. Hier auch wieder die Schuhe, ein Hingucker. Das Hemd passt auch, glaube ich, ganz gut zu ihm. Genau, und dann Sportoutfit habe ich halt so versucht, nicht zu cool das Outfit zu machen. Ich meine, man muss immer noch berücksichtigen, dass er trotzdem immer noch Teenager ist. Das heißt, es muss auch ein bisschen noch zu seinem Alter passen. Deswegen eben diese Hose, sonst hätte ich, glaube ich, auch eher eine lange Hose genommen für ihn, wegen halt Snob und so. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Und ich habe auch geguckt, dass ich die Haare ein bisschen eine andere Struktur gebe. Also jetzt diesmal, wenn er zum Beispiel Sport macht, schläft oder schwimmen geht, also so diese Aktivitäten, da hatte er glatte Haare, weil er die da eben nicht hochstylt. Und an den anderen Ereignissen, sage ich mal, macht er sie halt so, stylt er sie und so. Deswegen sind sie da anders. Ja, genau. Dann, wie ich gerade schon meinte, hier beim Schlafen genau die gleiche Frisur. Eher schlichter, lange Hose und keine kurze, nicht so viel Haut zeigen, weil, ne, keine Ahnung. Dann hier die Ausziehkleidung finde ich auch, passt auch sehr gut. Er hat da auch keine Jeans an, sondern eher so schicker. Ich habe auch versucht, in jedem Outfit noch irgendwo was Rotes zu integrieren, weil es ist genauso wie bei Mint, da hat die ja auch immer so Mintfarbenes dabei. Dann Badekleidung, auch wieder die Frisur und ja, es gibt ja nicht so viel, was jetzt, sag ich mal, den Körper verstecken würde. Deswegen muss es, glaube ich, daraus hinauslaufen. Weil ich finde, die anderen Sachen außer das passt jetzt nicht so gut und ich weiß nicht, ob wir das... Ja, vielleicht würde ich es schon so machen. Dann heißes Wetter, auch wieder schlicht gehalten, rot. Die Flipflops passen aber nicht zu ihm. Habe ich gerade festgestellt. Auch wenn es heiß ist, würde Room solche Schuhe tragen. Ja, genau. Und kaltes Wetter mit der Mütze. Hier hat er meine Jeans an. Aber dafür glaube ich, dass wir die Mütze haben und die Schuhe, dass sich das dann irgendwie ein bisschen wieder ausgleicht. Ich schaue nochmal ganz kurz nach einem zweiten Alltagsoutfit. Fällt mir nämlich gerade ein. Das könnten wir eigentlich mal gut machen. Oh ja, wir haben ein zweites Alltagsoutfit. Das passt auch mega gut zu ihm. Jetzt haben wir einmal das und einmal das. Und mir gefällt er auf jeden Fall sehr gut. Und ich fand das gut, dass wir jetzt schon mal so wirklich nach seinem Charakter entschieden haben. Nicht nur nach der Farbe. Weil als Kind kann man einfach noch nicht so viel sagen über ihn. Und jetzt kommt wirklich so, wenn er jetzt älter wird, so seine Art raus. Romantisch. Ja, hitzköpfig war er ja schon als Kind. Also da hatten wir ja auch schon das Merkmal. Deswegen ist das jetzt nicht neu. Ja, dann auf jeden Fall Snob kommt jetzt raus und er legt viel Wert auf sein Äußeres. Auch bezüglich des Kindes wissen wir schon, dass er nicht so krasse Vatergefühle ausleben wird, dass er eher auf seine Arbeit bedacht ist. Und deswegen finde ich, passt dazu auch das Outfit. Und ich schaue nochmal bei Mint, ob wir noch irgendwas anpassen sollten. Aber ich finde, es ist eigentlich bei ihr noch alles ganz gut, oder? Und sonst gibt es ja wahrscheinlich bald wieder irgendwann mal ein Umstyling, was ich bei Becca unbedingt noch machen muss, Leute. Ihr werdet jetzt am Rad drehen. Ihr werdet jetzt einfach am Rad drehen. Ich habe einfach gesehen, dass man Fingernägel machen kann. Ich bin so fasziniert. Und Fußnägel auch noch. Aber eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Und zwar hier bei Ketten. Es gibt einfach eine Pfeife und ihr wisst ja, sie ist Rettungsschwimmerin, das braucht sie einfach. Das passt da einfach perfekt wie Faust aufs Auge. Aber bevor ich jetzt hier noch, keine Ahnung, noch irgendwas ändere, wir sind zufrieden mit Ruben und wir gehen wieder ins Spiel. Allein, wenn ihr ihn hier jetzt schon seht, ganz andere Person. Er ist einfach jetzt er selbst und das liebe ich einfach. Und er ist auch mega sportlich. Also da sieht man, dass die Kindheit irgendwie, keine Ahnung, ein paar sportliche Gene gegeben hat. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt einfach nochmal als Teenie, weil er ja jetzt sozusagen er selbst ist, ich habe keine Ahnung, werden wir einmal zu seinem Vater gehen und vielleicht noch so ein bisschen quatschen. Danke, dass du hier warst, aber diesmal jetzt so als Teenager, älter und reifer, wird er auf jeden Fall auch einerseits vielleicht respektvoller mit ihm sprechen, andererseits aber auch seine Meinung zeigen.
Oder halt so Bro-artig, man weiß es nicht, aber sie entscheiden sich auf jeden Fall jetzt mehr auf Augenhöhe und ich glaube, dass wenn Nathan jetzt nochmal hier sich so verhalten wird, wie als die beiden sich da getroffen haben, dann wird Ruben aber auch auf jeden Fall seinen Senf dazugeben. Sagen wir es einfach mal so. Ich weiß nicht, ob jetzt Nathan gemeint ist, weil eben fühlt Ruben mit jemandem hier aus der Nähe mit. Und ich bin am überlegen, wer damit gemeint sein könnte. Ruben wird sich jetzt aber, glaube ich, erstmal hier Bett fertig machen und schlafen gehen. Und sein Zimmer muss ja auch geändert werden. Wollt ihr jetzt auch direkt, dass wir sein Zimmer ändern? Sollen wir jetzt auch sein Zimmer direkt ändern? Ich glaube schon, weil da wird er sich nicht drin wohlfühlen, ne? Okay, ihr habt mich überzeugt. Und es gibt wieder eine Timelapse, also viel Spaß dabei. So Leute, ich habe jetzt echt lang gestruggelt, aber ich zeige euch jetzt das Zimmer. Ich war mir die ganze Zeit unsicher, wie wollen wir es gestalten, aber ich glaube, ich habe jetzt einen Zwischenweg auf jeden Fall gefunden. Und zwar weiß ich nicht, das ist mal was ganz anderes, aber ich glaube, da würde sich Ruben sehr wohl fühlen. Auf jeden Fall kommt man hier erstmal rein und dann kann er hier rechts erstmal seinen Kram erledigen. Also er ist ja sehr vertieft in Schule und ich meine, das steht jetzt nicht vertieft in Schule, aber er ist ja später sehr fixiert auf die Arbeit und deswegen habe ich daraus geschlossen, er ist jetzt auf die Schule auch so fokussiert. Und deswegen kann er das hier direkt sein Zeug machen. Ich werde schon mal seine Hausaufgaben da hinlegen. Dann kann er hier was lesen, weil ich dachte mal, er liest auch ganz gerne. Dann seinen Goldfisch, also Goldie, kann man jetzt nicht einfach irgendwie in die Toilette runterspülen, sagen wir einfach mal so. Es muss jetzt hier einfach vor Ort bleiben, weil er gehört einfach schon zur Familie. Und hier ist nochmal so ein Sessel, weil hier ist ein großer Spiegel. Es wäre sonst unrealistisch gewesen, wenn der Spiegel einfach mal so in der Luft steht. Und hier hat er dann die Möglichkeit, sein Äußeres zu betrachten, sich so schön anzutörnen für die Mädels da draußen, weil er ist ja sehr romantisch. Und hier haben wir auch einen schlichten Kleiderschrank, wo dann so sein Zeug drin ist, ne? Und hier die Ecke musste ja auch noch gefüllt werden, deswegen kann ich euch mal so zeigen. Einen Moment. Ja, da haben wir dann noch so eine Uhr hingestellt. Männerparfüm darf natürlich nicht vergessen werden. Hier ist auch sein Schulranzen, so damit ein bisschen Teenager-Look da noch drin ist. Und hier ist auch schon wieder die Tür.
Und er hat natürlich bestimmt schon viele Preise gewonnen. In der Schule vielleicht bei Wettkämpfen, deswegen ist es hier auch noch so, ne? Das muss natürlich irgendwo aufgehoben werden. Und das Zimmer ist sehr anders, als ich gedacht hätte und auch sehr anders, als, glaube ich, ihr gedacht hättet, weil wir vorher gar nicht so bemerkt haben, dass Room so drauf ist, also so, keine Ahnung, vielleicht zurückgezogen da oder bisschen snobartig, sein Äußeres ist sehr wichtig für ihn und so weiter und so fort. Room ist noch am Baden, weil er stinkt. Oh mein Gott, ich habe einfach ein Bett vergessen. Ich habe einfach mal das Bett vergessen. Und ich habe mich gerade die ganze Zeit schon gefragt, wieso ich so viel Platz habe. Und dabei habe ich das Allerwichtigste vergessen, und zwar das Bett. Das ist so mies gerade. Das ist doch nicht mein Ernst. Ja gut, da muss ich jetzt halt irgendwie umdenken. Was braucht der überhaupt für ein Bett? Ja, ein Doppelbett? Okay, das Bett ist schon mal perfekt. Da muss ich überlegen. Normalerweise wäre es ja ganz cool, wenn der Goldfisch daneben ist oder auch nicht. Nee, das bleibt hier so. Okay, keine Ahnung, ob das jetzt überhaupt Sinn macht, was ich hier gemacht habe. Aber das ist es jetzt. Also ich habe mich schlussendlich doch noch daran erinnert, dass ein Bett natürlich auch in ein Schlafzimmer gehört. Er hat jetzt auch ein Bett. Ihr seht es ja selbst, ich muss dazu, glaube ich, nichts mehr sagen, aber ich finde es irgendwie trotzdem cool, auch wenn es jetzt irgendwie nur so dahingestellt ist. Schön, er hat auf jeden Fall jetzt sein Reich. Was geht denn hier unten ab? Entschuldigung, ist alles in Ordnung bei dir? Diese Frau ist so komisch. Wie kann man auf diesem Kissen einschlafen? Oder auf diesem Sessel? Oh mein Gott, Ruben hat das Gefühl, dass sein Persönlichkeitstyp sein muss, INTP. Ruben ist zu dieser Entscheidung gekommen, weil er nicht wirklich kontaktfreudig ist und der Umgang mit einer Gruppe von Leuten etwas ist, was dieser Sim nach Möglichkeit vermeiden möchte. Aha, Denker passt auf jeden Fall. Introvertiert aber eigentlich nicht. Auf jeden Fall muss Mint nochmal Nathan aufsuchen, weil die beiden müssen ja auf jeden Fall noch miteinander sprechen, weil, ja, bitte was? Brennend, weil undiagnostizierten Problem. Irgendwas stimmt definitiv nicht. Das ständige Bedürfnis zu pinkeln ist unerträglich geworden. Es brennt, es treten sogar Blutspuren aus. Es könnte sich um eine Harnwegsinfektion oder eine Techtelmechtel-Krankheit handeln. Jetzt muss mit auch noch zum Arzt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh mein Gott, Danielle ist da. Oh mein Gott, Danielle ist da. Oh mein Gott, gut, dass Ruben das gerade nicht mitkriegt, weil ich glaube, er wäre sonst sehr schockiert. Und Danielle ist jetzt auch so der Erste, der bemerkt, dass Ruben sich so total verändert hat im Laufe der Jahre. Also er ist total anders. Früher war er so albern und ich weiß auch nicht. Und jetzt ist er total anders und da ist natürlich auch Ruben total überrascht. Okay, Nathan ist jetzt gleich weg. Aber er macht sich jetzt wieder auf den Staub. Das wollen wir nicht. Auf jeden Fall muss Mint noch einmal mit ihm gesprochen haben, weil das geht so nicht. Das ist immer noch sein Sohn. Erstmal um Beruhigung bitten. Jetzt komm mal runter. Komm mal runter, ja? Also, guck mal, was ist wieder sein Problem? Okay, er ist kokett. Auf jeden Fall wird erstmal hier Mint ein bisschen sagen, ja, beruhig dich jetzt mal einmal, ne? Ja, und dann schon wieder. Was ist denn? Boah, meine Güte, ne? Also, man kann mit Nathan gar nicht sprechen. Dann wird Mint wieder klar. Man kann mit diesen Typen einfach nicht sprechen, ne? Das ist so schlimm. Er rastet immer aus, versteht jedes Wort falsch, aber Mint möchte jetzt einfach verstehen, warum er sich so zu Nathan... Okay. Zu Ruben meine ich. Okay. Alles klar. Er möchte auch keine weiteren Kinder auf jeden Fall. Ist interessant. Also er ist, glaube ich, schon von Ruben da so überfordert. Aber Mint versteht immer noch nicht. Er weicht der Frage aus, warum er sich so... Okay, jetzt reißt er den Kühlschrank auf. Also, sorry, ne? Aber beruhig dich jetzt mal, Typi. Wegen Ableben trösten? Ist er deswegen so drauf? Hat er sich deswegen so gegenüber Ruben verhalten? Wen hat er verloren? Deswegen verhält er sich so. Jetzt macht es Sinn. Okay, Mint hat auf jeden Fall jetzt verstanden, wieso er sich so verhält. Und deswegen können wir jetzt eigentlich auch nicht mehr sauer auf ihn sein, wenn er irgendjemanden aus seiner Familie verloren hat. Aus seiner großen Familie vielleicht. Er hat ja noch so eine große Familie. Seine Frau vielleicht? Hat er seine Frau verloren? Das wissen wir jetzt nicht, ob er seine Frau verloren hat. Das würde mich auf jeden Fall echt mal interessieren. Wir könnten jetzt wieder so einen Stalker-Mode-On-Moment haben und seine Familie
Familie aufsuchen. Aber das können wir ja eigentlich auch nicht machen. Wir versuchen uns ein bisschen einzuschneiden, meinen so, ja, mit möchte halt irgendwie herausfinden, wer da verstorben ist. Also Min ist ja so neugierig. Und wenn es halt um den Vater von ihrem Kind geht. Oh mein Gott, Ruben schläft. Es ging. Boah, so cool. Also, wir wollen das irgendwie herausfinden, aber wir finden es einfach nicht heraus. Und ich weiß auch nicht, wie Min das herausfinden soll. Vielleicht schleimt sie sich. Okay, er ist einfach so perplex. Ich weiß nicht, ob Min das irgendwie aus ihm rauskriegt. Ich glaube nicht, dass Min das rauskriegt. Erziehungstipps geben. Ja, auf jeden Fall wird Min nochmal sagen, ja, okay, du hast jemanden verloren, es tut mir sehr leid, du willst mir nicht sagen, wer, aber es ist in Ordnung. Aber Ruben ist immer noch dein Kind, du kannst ihn nicht einfach alleine lassen und das geht nicht. Also, es geht wirklich nicht. Kam das jetzt gut an? Ja, ich weiß, dass du zu deiner Frau möchtest, aber erstmal Nathan überprüfen. Wir müssen jetzt überprüfen, können wir ihn noch mit unserem Sohn allein lassen, der jetzt fast erwachsen ist? Können wir ihn mit unserem Sohn alleine lassen? Er sagt, dass er niedergeschlagen ist. Okay, das wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Er ist niedergeschlagen, aber er kann irgendwie keinen klaren Gedanken fassen. Oh mein Gott, okay, er ist einfach komplett dramatisch drauf. Ich weiß nicht. Ist das seine Frau gewesen? Okay, Becca ist wegen irgendwas aggressiv. Oh mein Gott, die beiden haben eine Geschlechtskrankheit. Hatten wir sowas nicht schon mal? Doch, Mint hatte sowas schon mal. Und da haben wir gedacht, vielleicht ist das wirklich von Nathan. Vielleicht ist das es immer noch von Nathan, was Mint dann da jetzt übertragen bekommen hat und hat jetzt auch noch Becca angesteckt. Okay, es ist gerade mitten in der Nacht. Beste Möglichkeit, um zum Arzt zu gehen, damit es niemand mitkriegt. Becca wacht jetzt auf, weil sie kann nicht mehr. Das ist so unangenehm. Und sie möchte jetzt einfach unbedingt sofort zum Arzt. Und deswegen wird Becca jetzt Mint aufwecken und sagen, ich kann nicht mehr, Schatz. Ich werde jetzt zum Arzt gehen. Es geht nicht mehr. 200 Simon, ja, ist okay. Okay, Becca ist schon mal zum Arzt und Mint wird jetzt auch ihr hinterhergehen und auch zum Arzt gehen. Aber Ruben ist ja jetzt auch schon erwachsen. Er kann jetzt ja auch hier alleine bleiben und sein Vater geistig noch rum. Was hat er hier gemacht? Okay, er ist ja auch vom Beruf Wissenschaftler. Da haben wir ihn ja kennengelernt. Und es wundert mich, dass er jetzt nicht nach Hause geht. Möchte er für Ruben hier bleiben? Also er ist zwar komplett lost, aber vielleicht möchte er hier bleiben für Ruben. Und das ist natürlich wieder süß. Aber ich bin sowieso der Meinung, man kann Nathan eigentlich gar nicht einschätzen. Also überhaupt nie konnten wir ihn einschätzen. Als Mint für ihn Gefühle entwickelt hat, als wir uns mit ihm getroffen haben, bei der Arbeit, da war er auch total aggressiv zu uns. Auch noch die Situation, geht er jetzt zu Ruben und schaut ihm beim Schlafengehen zu? Oh mein Gott, er passt hier auf ihn auf und hat sich jetzt ein Buch geholt und bleibt jetzt hier für ihn, damit er nicht alleine ist. Das ist total süß. Er ist einfach nur komischer Typ. Vorgeben, tough zu sein. Warte, das möchte ich jetzt noch einmal sehen. Das passt ja voll dazu. Oh mein Gott, die haben gar keine Leiste. Okay, das müssen wir unbedingt wieder ändern. Oh, das kam aber irgendwie nicht so gut an, ne? Uncoolen Erwachsenen, weil der Snob ist, glaube ich, ne? Okay, er wird sich jetzt entschuldigen. Oh, sorry, Dad. Ich wusste nicht, dass du das so ernst nimmst. Man sei doch nicht mal so ernst. Spricht Nathan Beileid aus. Ich möchte gerne wissen, wer gestorben ist. So, dann werden die beiden nochmal so ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Es ist zwar ein bisschen spät oder früh, so wie man sieht. Obwohl, nee. Also, auch wenn jetzt gerne Ruben mit ihm noch sprechen würde, weil die einfach irgendwie komplett ihre Leiste verloren haben. Alles Gute zum Geburtstag. Hat Nathan Geburtstag? Verstehe ich jetzt nicht. Bei Becca wurde eine Harnwegsinfektion diagnostiziert. Oh mein Gott, zum Glück keine Geschlechtskrankheit. Aber wieso haben das dann beide gleichzeitig? Das ist die Frage. Hä? Beides? Jetzt wurde bei Becca auch eine asymptomatischer Fall von Chlamydien. Oh, das ist eine Geschlechtskrankheit. Ja, toll. Becca hat einfach beides. Becca hat einfach alles. Perfekt. Super. Toll. Oh mein Gott, Mint hat nur die Harnwegsinfektion. Infektion. Was passiert jetzt oben? Ach so, nee. Mint pennt hier draußen. Pfff. Mint, ey, jetzt geh mal wieder schlafen. Und Ruben macht, glaube ich, hoffentlich seine Hausaufgaben. Warum macht er jetzt nicht seine Hausaufgaben? Er möchte jetzt wahrscheinlich nach seiner Mutter oder so.
Okay, Nathan, ist so ein komischer Chaos. Mach doch deine Hausaufgaben. What's your mission? Warum stehst du die ganze Zeit wieder auf? Ruben müsste gleich zur Schule und jetzt setzt er sich zu seinem Vater. 24 Stunden bis Unterricht. Ja gut, dann können wir noch ein bisschen labern. Wir haben viel vor, Mint. Wir müssen noch ein paar Sachen bei dir abhaken, bevor wir mit deinem Sohn weitermachen. Beeil dich doch jetzt mal. Wir müssen nur noch die Elementtafel vollkriegen. Kriegen wir das hin? Ja, Frühstücke halt hier. Kuchen, was soll der Geiz? Oh, böse gesinnt, weil er hitzköpfig ist. Also, Nathan, sag jetzt bloß nichts Falsches, sonst kriegst du einen über den Haufen, ja? Mint muss gleich zur Arbeit. Ja, okay. Nathan, du kannst doch jetzt hier nicht die ganze Toilette dreckig machen. Was ist denn jetzt deine Mission gewesen? Es kann doch nicht dein Ernst sein. Mann, 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 Mann. Jetzt ist er wieder glücklich. Relativ. Warum ist Nathan eigentlich immer noch hier? Jeder andere Sim. Ja, jetzt musst du ja dann direkt von dem Vater hier wegmachen. Sorry. Normalerweise würde jeder andere Sim schon längst abdüsen, aber er, obwohl er tot traurig ist und keine Ahnung was, ist trotzdem noch die ganze Zeit hier und zockt hier jetzt. Da fragt man sich, woran hat das gelegen, ne? Woran hat das gelegen? Ich kann gar nicht einschätzen, wie lange der Part jetzt hier geworden ist, weil wir ja diese ganzen Timelapse und so haben. Aber ich glaube, im nächsten Part werden wir uns dann noch darum kümmern. Also jetzt in 2 Minuten muss mit dir auch zur Arbeit. Da werden wir auf jeden Fall mitgehen. Werden uns noch so ein bisschen um sie kümmern. Heute haben wir ja ein mega geiles Umstyling hinter uns gebracht. Ich hoffe sehr, dieser Part hat euch gefallen und ich hoffe auch, die Outfits von Ruben gefallen euch. Gebt gerne einen Daumen nach oben und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob wir vielleicht noch Ruben ein anderes Outfit geben sollen oder was für euch noch da fehlt bei dem Ruben, bei den Outfits, bei dem Charakter, was auch immer. Abonniert uns gerne und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr kein Video mehr auf diesem Kanal und schaut unbedingt gerne bei Naka und unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!